Ja, also es ist jetzt definitiv raus. Es wird derzeit keine Termine für Kenntnisprüfungen geben. Diese sind alle abgesagt, genauso wie die Termine für Fachsprachprüfungen. Ich habe vor 2 Tagen, Moment, nein, das war gestern. Ich habe gestern noch mal mit Münster gesprochen, um mich zu erkundigen, wie das da ausschaut. Und da ist es tatsächlich so, dass man alle Termine absagen wird. Man wusste es noch nicht offiziell, aber jetzt ist es offiziell. Die Ärztekammer hat das für die Ärzte schon vorher gesagt, hat das schon vor 2, 3 Tagen bekannt gegeben. Und wir haben es jetzt hier noch einmal von der Ärztekammer Niedersachsen. Dort heißt es, dass alle Termine für die Kenntnisprüfung ausgesetzt werden aufgrund der Corona-Pandemie. Und zwar ausgesetzt bis zum 19. April. Das ist schon ganz heftig, aber man geht halt davon aus, dass diese circa 4 Wochen ausreichen, um dann neue Termine zu organisieren. So, jetzt habe ich hier gerade noch mal eine Anfrage bekommen. Mal schauen, ob wir das direkt beantworten können. So. Ja, wie definitiv das ist. Also, das ist eine Geschichte, die haben wir hier von der Ärztekammer Niedersachsen ganz offiziell. Das ist also wohl schon klar. Die anderen Ärztekammern werden nachziehen. Es ist ja auch so, dass es inzwischen einen deutlichen Hinweis und ein Verbot der Bundesregierung gibt, das wohl ganz klar sagt, dass diese Veranstaltungen in dieser Form nicht mehr stattfinden können. Das war eigentlich schon zu erwarten gewesen. Man muss sich das ja so vorstellen, dort reisen Teilnehmer aus anderen Städten und Gemeinden oder anderen Bundesländern zu einer Kenntnisprüfung und man weiß nicht, welche Kontakte gab es da bereits, was hat da bereits stattgefunden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Prüfer alle zur Risikogruppe gehören, weil sie halt schon etwas älter sind, meist die 70 überschritten haben, einige von ihnen. Ich möchte die jüngeren Kollegen da nicht außen vor lassen. Auch für die besteht natürlich das Ansteckungsrisiko und das möchte man einfach minimieren. Also zusammenfassend, keine Augenblick, wo haben wir es nochmal? Da nehmen wir es nochmal rüber. Zusammenfassend, keine Kenntnisprüfung, Fachsprachprüfung in dieser Zeit. Bis Mitte April sind alle Veranstaltungen abgesagt. Und die Behörden werden sich sicherlich dann dazu melden, wie das Ganze ausschaut und was man da machen kann. Aber das kann noch eine Weile dauern, bis dann der übliche Rhythmus wieder in Gang kommt. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie können mich gerne anrufen. Sobald es neue Termine durch die Behörde gibt, die Sie dann meistens auch direkt erhalten, rufen Sie mich doch einfach unter dieser Hotline-Nummer einmal an, damit wir das an die Kollegen weitergeben. So, das war's für heute. Ganz kurz dieser Hinweis und Ihnen noch einen schönen Tag und kommen Sie gut klar mit allem, was sich jetzt tut.